Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio in der Nacht von Freitag auf Samstag. Immer mit einer freien Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Heike und Heike ist 45 Jahre alt. Guten Morgen, Heike. Guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Terrorisieren, um Quälerei, um... Ich weiß nicht mehr weiter. Wer terrorisiert dich? Wer quält dich? Mein Mann, noch Mann. Aha. Und zwar, der hat so viel grausame Sachen mit mir gemacht, also. Wie lange wart ihr verheiratet? Seid ihr verheiratet? Verheiratet sind wir 4 Jahre, 7 Monate. Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Mhm. Ich habe Kinder aus meiner ersten Ehe, ja. Die ich aber nicht mehr sehen darf, die er mir weggenommen hat, sozusagen, aus dem Wohnhaus gekrault hat. Dass ich mit meinem Sohn seit 4 Jahren schon keinen Kontakt mehr habe. Ja, wie alt ist der? 23. 23. Was genau passiert jetzt in eurer Ehe? Was ist da los? Also, es ist so, also er hat vor 4 Tagen, hat er eine Frau mit hier nach Hause gebracht, weil ich konnte nicht aus der Wohnung, weil er hat mich erstmal regelmäßig immer eingeschlossen, dass ich nicht raus konnte. Mhm. Und vor 4 Tagen, da ist er dann abends nach Hause gekommen und hatte eine Frau dabei und sagte zu mir erst, es wäre eine gute Bekannte. Mhm. Und ich sagte so, ja, gut. Ich sag, und was soll die hier? Und dann sagte er zu mir, ja, setz dich mal hin. Und ich habe mich auch leider hingesetzt. Und dann hat er mich auf den Stuhl festgefesselt und hat dann gesagt, so, und jetzt kannst du zugucken, wie ich mit der Frau Sex mache. Ach. Und das ganze Spiel durfte ich bis zum Ende zugucken. Ach. Und das war ja noch nicht der Gipfel. Die Frau ist gegangen und ich habe dann die Schläge dafür gekriegt. Was hat denn die Frau gesagt? Für die muss das doch auch ungeheuer sein. Die hatte Spaß an der Sache gehabt. Die fand das sehr lustig. Spaß. Kanntest du die Frau? Nein. Nein. Also wir halten mal fest, du warst gefesselt. Dein Mann hat dich gefesselt. Ja. Und du musstest zusehen, wie dein Mann mit einer fremden Frau Sex hatte. Ja. Das ist ja unglaublich. Bis zum bitteren Ende. Was ich ist bin noch, nervlich so am Ende. Was ist noch passiert? Ja, dann ist die Frau nachts um 1 weggegangen. Und dann fiel ihnen doch noch ein, dass er eine Ehefrau hat, die er dann verprügeln kann. Er hat mir dann eine Rippe gebrochen. So hat er mich verhauen und einen Arm gebrochen. Ich habe ein blaues Auge und mehrere Prellungen am Körper. Und das waren jetzt die letzten, die jüngsten Schlimmen. Das sind die jüngsten Dinge, ja. Was ist sonst noch so passiert in der letzten Zeit? Der hat auch in den letzten Jahren, der Domian, das geht schon seit 6 Jahren so. Ich meine, ihr seit 4 Jahren erst verheiratet. Ich bin 6 Jahre mit ihm zusammen, ja. 4 Jahre verheiratet, ja. Mhm. Das fing ganz harmlos an, dass er mich nur so geneckt hatte und beleidigt hatte, weil ich bin auch keine Deutsche. Mhm. Und dann ausfing, du scheiß Ausländerin und so. Er war vorher nur immer dran, es wäre Spaß und so. Und ich war wirklich so naiv oder blind oder so und dass ich das geglaubt habe, dass er nur Spaß macht. Aber wenn du mir sagst, das fing vor 6 Jahren schon an, also quasi relativ nachdem ihr euch kennengelernt habt. Ja. Ein bisschen fing das an. Ja, so ein bisschen. Wieso Möglichkeiten so. Hat er dich, bevor ihr geheiratet habt, hat er dich da auch schon geschlagen? Nee, das hat er erst vor 4 Jahren angefangen, wir geheiratet haben. Aber es gab schon viele Irritationen, bevor du geheiratet hast. Ja. Warum hast du ihn geheiratet? Ja, das frag mich mal heute noch. Aus Liebe. Ich habe diesen Mann abgöttisch geliebt. Wenn du mir jetzt so sagen solltest, wie oft ungefähr so im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren dererlei Übergriffe vorgekommen sind. Wie oft? Kannst du es sagen? Oh, aufzählen richtig nicht mehr, aber mindestens so 4-5 Mal im Monat. 4-5 Mal im Monat sogar? Ja. Das heißt auch mit Schlagen? Auch, ja. Und sag noch ein paar andere Beispiele, was er mit dir gemacht hat. Ja, mich in der Wohnung regelmäßig eingesperrt. Dann hat er jedes Mal zu mir gesagt, wenn du mich mal verlässt, dann bringe ich dich um, dann schneide ich dir die Kehle durch, dann braucht dich auch kein anderer Mann mehr zu besitzen. Mhm. Und ich
habe immer zu ihm gesagt, ich sagte, meinst du doch nicht auf Ernst, was du da sagst? Und dann sagt er, das ist mein vollkommener Ernst. Mhm. Ja, und dann kam das halt eben vor 4 Tagen, mhm, wo er das dann das letzte Mal gemacht hat. Mit was? Dieser Frau dann auch noch, das war auch nicht das erste Mal, das hat er auch öfters gemacht. Ach, das mit der Frau hat er auch schon mal gemacht, dass du, ja, ja, dass du zugucken, ja, ja, musst? Ja, ja, das war nicht das erste Mal. Heike, ich bin völlig baff, was du erzählst. Ja. Wenn das schon so oft und immer wieder vorgekommen ist, ja, dann stellt sich doch jeder normale Mensch die Frage, und ich stelle sie mir im Moment auch, oder stelle sie dir, warum bist du bei diesem Mann? Abhängigkeit, kann man das sagen. Ich war absolut abhängig von diesem Mensch. Du sagst jetzt, ich war. Ja, ich war. Ich bin jetzt so weit, eigentlich gar nicht so weit, aber doch irgendwie so weit, dass ich entweder mich selbst umbringe oder... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Bist du im Moment noch in eurer gemeinsamen Wohnung? Ja. Mhm. Aber du rufst hier an, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, weil ich weiß nicht mehr weiter, was ich machen soll. Mit wem hast du denn früher mal über diese ganzen Dramen gesprochen? Ja, das war ja das. Ich habe früher mit meinem Sohn darüber gesprochen. Mhm. Heimlich erst. Mhm. Nachdem wir geheiratet hatten. Mhm. Und dann hat er das aber mitgekriegt, dass ich mit meinem Sohn darüber gesprochen habe. Ja. Und dann hat er kurzerhand meinen Sohn rausgeschmissen. Und hast du in den letzten Zeiten auch mit deinem Sohn darüber ich gesprochen? Ich weiß leider nicht, wo mein Sohn sich aufhält. Wie, er telefoniert nicht? Du weißt nicht, nein, wo er wohnt? Er hat sich seitdem auch nicht mehr bei mir gemeldet. Wieso ist das Verhältnis zwischen dir und deinem Sohn kaputt gegangen, wenn ja, das Verhältnis so schlecht ist zwischen ihm und deinem Sohn? Ja, weil... Mein Sohn, der hatte zu mir vor 4 Jahren auch schon gesagt, sagte Mutter, wie konntest du den heiraten? Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, ich sag, Kind, ich sag, das ist Liebe. Ich sag, ich kann es dir nicht erklären. Mhm. Achso, das kann also sein, dass dein Sohn dir das quasi auch übel nimmt, dass du immer noch mit ihm zusammen bist und er, ja, will gar nichts hören davon. Richtig. Von der ganzen Sache. Ja, mhm, schätze ich mal. Jetzt wäre natürlich das, was du gerade angedeutet hast, das wäre die schlimmste Lösung und es wäre gar keine Lösung. Wenn du sagst, es ist so schlimm für dich, dass du daran denkst, dir das Leben zu nehmen. Ja. Das ist genau natürlich das, was nicht passieren darf, Heike. Ja. Und ich deute mal deinen Anruf hier auch als Hilferuf, ja, dass du genau in die Richtung nicht gehen willst. Genau. Du bist eine Frau von 45 Jahren. Ja. Hast du einen Beruf, einen Job? Ich hatte einen Beruf, ja. Was heißt hatte? Ich habe dadurch, was er alles gemacht hat, vor 2 Jahren einen Herzinfarkt entlitten. Und habe Diabetes dabei bekommen. Das heißt, du kannst nicht mehr arbeiten? Ich kann nicht arbeiten. Mhm. Es kommt, wenn du jetzt erzählst, es kommt ja immer mehr dazu. Ja. Jetzt erzählst du mir so en passant, du hast auch noch einen Herzinfarkt erlitten aufgrund der Sache, wie er dich behandelt hat. Ja. Weil körperlich ganz am Ende war. Mhm. Nervlich, das gar nicht mehr ausgehalten hatte. Ich nicht, mhm, wusste mehr, wie ich hier wegkomme. Mhm. Kein Kontakt zu meinem Sohn. Meine Freundin, die ich hatte, hatte sämtlichen Kontakten abgebrochen gehabt. Ja. Die Telefonnummern, die ich hatte von meinen Freunden, alle zerrissen. Ja. Weißt du, Heike, es ist sehr schlimm, was passiert ist. Und du hängst auch ziemlich tief unten in der ganzen Misere. Das ist mir klar. Aber du hängst nicht so unten, dass es nicht wieder ein Aufwärts geben kann. Dass es nicht eine, ja, Hoffnung geben kann, dass man auch... Und du kannst auch nach vorne gucken. Das heißt, das allererste, was du machen musst, du musst aus dieser Wohnung raus. Und zwar so schnell wie möglich. Ja, aber wohin? Du musst in ein Frauenhaus gehen. Du musst in ein Frauenhaus gehen. Wir sind ja gleich gerne behilflich und geben dir entsprechende Adressen, wo du dich hinwenden kannst. Und zwar sehr schnell. Mhm. Da bist du erstmal in guten Händen. Ja, aber Domian, da ist das Problem. Ich will nicht aus der Wohnung hier rausgehen. Ich habe Angst, wenn ich auf die Straße gehe, dass der mich da irgendwo auflauert. Ja, dann müssen wir gleich mal mit meiner Psychologin mal überlegen, wie wir dich da schnell und gezielt rauskriegen. Mhm. Und wenn du erstmal im Frauenhaus bist, da bist du sicher. Da kommt er nicht rein. Mhm. Und da bist du betreut und zusammen mit Frauen, die ähnliche schlimme Sachen erlebt haben wie du. Und die Frauen, die dort arbeiten, die sind wirklich trainiert, auch mit solchen Situationen umzugehen. Du musst raus. Du musst raus und du brauchst Hilfe. Und alles andere ist Unfug, ist absoluter Unfug. Du willst es deinem Sohn antun und dir das Leben nehmen, ihm die Mama nehmen? Willst du dir so aufgeben, dass er den letzten Triumph noch hat, dein Typ, dass du dir das Leben nimmst? Ist der das wert, dass du dir... Nein. Nein,
eigentlich nicht. Nein, er ist es eigentlich nicht. Er ist es überhaupt nicht. Ich weiß es eigentlich im Innersten von mir. Ja, du musst einfach nur jetzt, du musst den letzten Anstoß musst du dir noch selbst geben, nämlich dass du rausgehst aus der Wohnung. Und dann werden Leute da sein, die dir helfen und die dir behilflich sind. Du musst es aber tun, Heike. Meine letzte Hoffnung habe ich ja, und die habe ich ja auch schon heute in Angriff genommen. Ich habe ja noch eine Schwester in England. Mhm. Und die habe ich heute angerufen. Mhm. Und die sagt zu mir, bleib wo du bist, ich komme rüber. Auch eine Idee, dass die Schwester dir... Nein, also die kommt hier hin und sie sagt, spätestens morgen ist die da. Ja. Ich helfe dir. Ist vielleicht eine gute Idee, müssen wir gleich mal in Ruhe besprechen mit meiner Psychologin. Vielleicht wäre es aber doch besser als sichere Station, dass du erstmal sofort vielleicht heute Nacht noch rausgehst. Ist er weg im Moment? Ja, der ist nicht da. Der ist nicht da. Nee. So, ich habe auch schon die Schlösser ausgewechselt, dass er nicht hier rein kann. Du musst raus. Das ist der Punkt. Pass auf, ich schlage Folgendes vor. Du legst bitte jetzt sofort auf. Ja. Meine Psychologin, die Magdalena, hat alles mitgehört. Mhm. Die Magdalena ruft dich wieder an. Und dann schmiedet ihr beide jetzt einen sehr schlauen und perfekten Plan, was heute Nacht zu tun ist, wie du dich in den nächsten Stunden verhalten sollst. Okay. Okay? Ja. Gut, dass du angerufen hast. Ja, und danke. Alles Liebe und alles Gute und viel Kraft und tu es für dich und tu es für dein Kind. Ich danke dir vielmals und ich höre sehr gerne deine Sendung. Danke dir. Alles Liebe, alles Gute, du legst bitte auf. Ja. Tschüss, Heike. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, ihr kennt das ja schon, dann meldet euch ganz einfach bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Und an dieser Stelle Hinweis auf morgen. Morgen ist Promi-Tag hier bei uns und mein prominenter Gast ist morgen Abend im WDR-Fernsehen, Samstagabend, Oliver Welke. Und wenn ihr auch gerne mitmachen wollt bei der Sendung, dann meldet euch jetzt über die Mailadresse an unter die domian@wdr.de oder ruft morgen vor der Sendung, während der Sendung an. Die Sendung beginnt um 11:30 Samstagabend im WDR Fernsehen. So, jetzt bin ich verbunden mit dem Frank und Frank ist 31 Jahre alt. Hallo Frank. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema? Tja, mein Thema, das sind Frauen. Ich habe ja ein bisschen zugehört hier mit der Vorherrednerin. Also ich weiß nicht, was manche Männer so mit ihren Weibern veranstalten, das ist einfach mal eine Schande. Ja. Ich meine, ich bin verheiratet. Ja, wie lange schon? Seit 7 Jahren. Ja. Und kenne sie, meine kenne ich schon seit 13 Jahren. Ja. Allerdings waren die letzten 7 Jahre, ein bisschen mit Unterbrechung, würde ich sagen. Aha. Warum? Ich habe eine kurze Auszeit mal nehmen müssen, wegen Gefängnis. Mhm. Und wie lange? 5,5. 5,5? Was? Ja. Monate? Jahre. Das nennst du eine kurze Auszeit? 5,5 Jahre? Eigentlich sind es 8,5, aber ich werde wohl auf 2/3 entlassen werden. Also die meiste Zeit eurer Ehe warst du dann im Gefängnis? Jups. Kann man so sagen. Weswegen warst du im Gefängnis? Bewaffneter Raub, Geiselnahme. Oh. Also schon ein kleines bisschen, die untere Schublade, würde ich sagen. Danach kommt ja nicht mehr viel. Mhm. Danach kommt, glaube ich, bloß noch Mord und Totschlag. Naja, das war furchtbar dumm. Wie lange bist du jetzt draußen? Noch nicht ganz. Ich bin noch im Offenen. Ach, du bist im offenen Vollzug. Mhm. Ja. Naja, nun, wie gesagt, ich hoffe nur Weihnachten auf Entlassung. Mhm. Und ja, ich mache mir auch ein bisschen Gedanken, weil ich meine, es ist schön, sie hat gewartet auf mich, sie war da und hat geschrieben, kam zum Besuch, aber naja, sie konnte sich nur auf Deutsch gesagt, nur 5 Jahre Kinder einen Lappen zwischen die Beine legen. Und da gab es wohl auch 1-2 Vorfälle. Ne? Mhm. Und naja, eine ging sogar ein bisschen länger, sie hat es mir erzählt, sie hat es mir beichtet. Mhm. Fand ich ein bisschen kumpelmäßig, aber wehgetan hat er trotzdem was. Ja. Irgendwie, man ist ja doch recht hilflos. Draußen kann man so mit Blumen zuwerfen, von oben bis unten und auf Knien und sonst irgendwas. Ja. Also du meinst, dass in dieser Zeit es zweimal passiert ist, dass sie fremdgegangen ist? Naja, sagen wir mal so. Nee, das muss ein bisschen mehr gewesen sein. Na, sagen wir mal pro Jahr vielleicht einmal. Pro Jahr einmal. Aber sie hat dir das immer irgendwie gesagt, oder hast du es... Ja, auch geschrieben und... Ja. Naja. Das war aber keine... Die war nicht verliebt. Das ist einfach mal eine Sexgeschichte gewesen. Also ich würde sagen, das war eher Spielzeug. Ist richtig. Mhm. Aber naja, gut. Ich meine, wir... Ja... So, jetzt sieht es so aus, dass du, wenn alles gut läuft, im Januar draußen bist.
Ja, ich hoffe noch vor Weihnachten. Vor Weihnachten. Noch ein bisschen aus dem Knick kommen hier in der Justiz. Was ist jetzt der genaue Grund deines Anrufs bei mir? Tja, naja, halt ein bisschen Bedenken eben, dass ich mir vielleicht nur endlich auf meine Entlassung eben trinke, mir das alles hochkommt. Und was alles hochkommt? Dass deine Frau Klar, dass du fremdgegangen ist, dass sie jemand anders hatte. Und aber jetzt muss ich mal fragen, sie hat dir das immer von sich aus gebeichtet quasi? Naja, spätestens auf Nachfragen. Auf Nachfrage. Ja. Und du bist sicher, dass in diesen fünf Jahren, über fünf Jahren, dass sie sich nicht in einen anderen Mann verliebt hat und dass da kein anderes Verhältnis gelaufen ist? Ja, doch, nee. Also, sagen wir mal so, man steigt ja nicht mit jemandem im Bett, den man zum Kotzen findet. Ja gut, man steigt ja mit jemandem ins Bett, mit dem man aber überhaupt gar keine Affäre haben will, sondern weil man einfach mal Sex haben will. War es sowas oder war da mehr? Wird immer, ja, nee, das eine war wohl ein bisschen mehr. Also, da war, die war fast ein Jahr mit ihm zusammen. Ach so, na, da reden wir schon über eine ganz andere Kategorien. Und bin am Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch erst auf räumliche Trennung, dass ich vielleicht mir doch erst eine eigene kleine Wohnung oder meinetwegen bei Mutti auf der Couch irgendwo. Frank, ganz entscheidend finde ich den Jetzt-Zustand. Was sagt deine Frau im Moment über dich und eure Beziehung und über ihre Gefühle zu dir? Nach Hause, sagt sie. Sie sagt das? Ja klar, das kommt nach Hause, ich liebe dich. Sagt sie. Tut mir leid und ja. Und du sagst das auch zu ihr und über sie? Klar, keine. Logisch, ich will das eigentlich auch, aber naja. Ja. Nimmst du ihr das ab, dass sie dich nach wie vor liebt? Ja klar, das denke ich schon. Ich meine, das ist ja auch ein Beweis. Ich meine, sie ist Friseuse, sie hat ja jeden Tag mit Männern zu tun, mit Herren, Kunden und außer Krankenschwestern und Friseuse mit kaum einen Beruf, wo mehr geflirtet wird, ja. Also Frank, ich will dir sagen, entscheidend ist für mich oder wäre für mich an deiner Stelle, was im Moment, was in der Gegenwart ist. Wenn die Frau zu dir sagt, ich liebe dich, komm zu uns nach Hause, lass uns endlich richtig zusammen sein, dann solltest du nach Hause gehen. Dass da Sachen in der Vergangenheit passiert sind, ja, gut, aber sie hat zumindest gesagt und es war auch eine Ausnahmesituation. Ja, klar. Ich meine, sie ist immer noch bei dir. Sie hätte ja auch längst weg sein können. Ja, klar. 5,5 Jahre ist eine lange Zeit und was du da gemacht hast, ist ja auch sehr schlimm für einen Partner, damit zurechtzukommen. Hast du eigentlich einen Menschen geschädigt auch? Naja, also nicht körperlich. Ich sag mal, gut, seelische Schäden, sagt man, sind mitunter sehr schlimmer als ein blaues Ohr. Ja, aber du hast niemanden erschlagen oder angeschossen oder irgendwas? Nein. Was hast du überfallen? Eine Sparkasse. Naja, nicht nur jene. Das hat eh mal geklappt, hat zehnmal geklappt und dann wurde das immer mal ein bisschen mehr. Und wie viel Mal hat es geklappt? Na, angeklagt waren nur auf 5 Delikte. Ja, 5 Delikte. Ja. Und ich höre schon, da war da noch eventuell noch ein bisschen mehr. Aber da müssen wir jetzt nicht dran rühren. Nee. Das Thema ist ja auch die Ehe und die Frau, wie du weiter vorgehen sollst. Ich finde, Frank, du solltest jetzt der Sache eine Chance geben. Lass die Vergangenheit Vergangenheit sein. Guck in das Jetzt hinein und guck nach vorne. Und mach dir das Jetzt nicht kaputt, indem du jetzt alte Kamellen hochholst, nach dem Motto, ja, du hast aber damals das gemacht und das verletzt meinen Stolz und weiß ich was alles. Sei froh, dass du draußen bist. Fang ein anständiges Leben an. Bau eine ordentliche Beziehung auf mit deiner Frau. Und guck nach vorne, das finde ich wichtig. Aber gar keine Frage. Naja, klar. Gibt's Kinder? Ja, klar, ich habe eine Tochter. Ach, du hast eine Tochter? Ja, die ist 7. Ja. Zur Schule gekommen. Ja, also noch ein Argument mehr nach Hause zu gehen. Die freut sich auch wahrscheinlich wie Bolle, dass der Papa zurückkommt, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Was habt ihr dem Kind, wie habt ihr dem Kind das erklärt, warum du im Knast bist? Die Wahrheit. Papa hat geklaut. Und deswegen, ja, was müssen wir sonst machen? So ein Scherz im Kindergarten von den Nachbarn, ja. Weißt du, ob sie da irgendwie ein bisschen was auszuhalten hat? Hänseleien von anderen Kindern? Dein Papa ist im Gefängnis? Davon ist eigentlich auszugehen, wa? Ja. Ich denke mal, das wird sie vielleicht noch nicht so artikulieren können und gegenüber. Vielleicht. Ja. Aber davon kann man ausgehen, ja. Frank, nach Hause, zu der Frau, zu der Familie und ein neues Leben anfangen. Das ist alles klar. Das ist die Devise. Aber hallo. Na gut. So, dann kriegt die letzten Tage und Wochen auch noch gut rum. Oh ja. Ich gehe mal davon aus, dass du aus all dem Mist, den du gebaut hast, gelernt hast. Ja. Dass nie wieder was vorkommt.
Nee, also eh mal so eine kleine Schnupperrunde reicht, ja. Das reicht. Ja. Außerdem ist es auch nur an der Zeit, dass du auch immer für dein Kind da bist. Ja. Und nicht wieder nach einem Jahr im Knast landest oder so. Nee. Was sind deine Pläne? Was willst du beruflich machen? Naja, ich habe studiert hier im Knast. Ich hatte die Möglichkeit, mein Abitur nachzuholen. Super. Super. Und naja, gut, dann bin ich arbeitsloser mit Abitur. Ich meine. Also du hast das Abitur nachgemacht im Knast und willst studieren, oder wie? Naja, das kostet einen Haufen Geld. Ja, schon. Aber dein Wunsch wäre das? Das wäre mein Wunsch, klar. Und was würdest du gerne studieren? Ich würde gerne Mathematik, würde ich sagen. Mathematik? Hey. Ja, Mathematik, Physik, Informatik, irgendwie sowas. Ja, das heißt, du bist ein guter rationaler Denker, ein naturwissenschaftlicher Denker? Das hat man mir vorgeworfen, ja. Mathematik ist ein super schwieriges Studium. Ich habe hohen Respekt vor Leuten, ja, finde ich schon. Ich finde, ich habe hohen Respekt vor Leuten, die Mathematik studieren, die Chemie studieren, Physik auch. Finde ich sehr schwer. Das ist das Einzige, was nur logisch ist auf dieser Welt. Ja, das stimmt allerdings, ja. Also Frank, guten Start ins neue Leben. Grüßen wir deine beiden Mädels herzlich und schöne Weihnachten, alles Gute. Das wünsche ich dir auch, wa? Dankeschön, Frank. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ran ans Telefon, die übliche Nummer, oder mailt unter domian@wdr.de. Unter www.domian.de übrigens könnt ihr unsere Themen sehen, könnt ihr ein bisschen rumsurfen zu unserer Sendung, könnt ihr auch einiges zu unseren prominenten Gästen lesen. Morgen Nacht, Samstag, ist mein prominenter Ehrengast Oliver Welke, Comedian und Sportfachmann. Oliver Welke. Hier ist Annette und Annette ist 35. Hallo Annette. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen hast du mich angerufen, Annette? Ich habe dich angerufen, Domian, um vielleicht einen Weg zu finden, wie ich Kraft sammeln kann, meinen 11-jährigen Sohn nicht zu verlieren. Ja, was ist denn da los? Mein Andi ist ein ADHS-Kind. Ja, erklärst du es nochmal? Hyperaktiv, Aufmerksamkeit, ja. Defizitsyndrom. Ja. Und das letzte halbe Jahr hat sich so akut verschlimmert, dass er 2 Selbstmordversuche hinter sich hat. Der Junge hat 2 Selbstmordversuche hinter sich. Was hat er gemacht? Wie hat er das versucht zu tun? Also als er das erste Mal in der Psychiatrie war, hat er versucht, mehr unter das Auto zu laufen, weil er nicht zurück wollte. Er war auf Tagesurlaub. Und das zweite Mal hat er versucht, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Ein 11-jähriges Kind? Ja, er ist der Meinung, er ist schlecht. Warum ist er der Meinung, dass er schlecht ist? Ja, also ich denke mal, manchmal hakt es bei ihm so aus, dann fängt er an zu schlagen. Also Andreas ist ganz kräftig. Und Andreas hat auch schon mitunter Möbel zerlegt in ganz kleine Stücke, schlägt Erwachsene. Den kann man dann nicht bremsen. Hat er dich auch schon geschlagen? Ja. Aber das letzte anderthalb Jahre nicht mehr. Weil wir hatten so eine AST und das hat eigentlich ganz gut geholfen. Ihr hattet was, eine? So eine aufsuchende Familientherapie mit seinen Geschwistern und ich. Ach so. Wie viele Geschwister gibt es noch? 7. 7? Oh, da hast du aber zu tun. Ja. Mensch, Annette, du bist 35. 7 Kinder schon? Also 8 insgesamt mit Andi. 8 Kinder. Und bist du alleine oder mit einem Mann zusammen? Nee, ich habe einen Freund, aber ich bin alleine mit der Erziehung meiner Kinder. Und sind ich die Kinder? Ich beklag mich auch nicht, Domian. Ja, nee, ich frage nur so, sind die Kinder alle von einem Mann? Nee, es gibt 4 Väter. 4 Väter? Mensch, da hast du aber zu tun. Ja. Da hast du aber zu. Und dann den Andreas, der so ein Problemkind ist. Ja, und ich habe solche Angst. Also ich kann ihn ja. Ich war schon so davor, das Sorgerecht abzugeben, voller Wut im Bauch. Und manchmal würde ich am liebsten auch die Möbel zerschlagen, aber ich dachte das ja nicht. Nochmal zur Klärung. Er war immer wieder in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung, ist aber jetzt zu Hause. Also er war immer zu Hause, bis auf mal 10 Monate, als ich mit meiner Epilepsie so schlimm erkrankt war. Das kommt auch noch dazu, dass du auch noch so eine Erkrankung hast, eine schwere Erkrankung, ja? Also er ist im Moment zu Hause. Nee, jetzt ist er wieder auf der geschlossenen Psychiatrie. Jetzt ist er wieder auf der geschlossenen. Warum jetzt wieder auf der geschlossenen? Na, weil er eben versucht hat, sich das Leben zu nehmen mit Tabletten. Das ist also ganz frisch, das liegt noch gar nicht zu lange zurück. Ach, 5 Wochen vielleicht. Und dann hat er versucht, auf mein Baby loszugehen. In seiner Wut. Ich weiß ja, Andreas ist sonst ein ganz Lieber. Ja.
Was sagen denn die behandelnden Ärzte zu dir? Was raten die? Naja, also die denken auch, dass es mit unserer Vergangenheit viel zu tun hat. Was heißt das? Na, wir waren viel in Frauenhäusern. Ja. Und ich bin immer wieder zu meinem Ex-Mann zurück. Also wir, das heißt du auch mit dem Jungen? Ja. Von den 8 Kindern ist er der Älteste? Die Älteste ist 16, ja. Die Älteste ist 16, ne? Und dann kommt er schon? Ja. Das heißt, du hast sehr viel Gewalt erleben müssen? Ja. Von deinen ehemaligen Männern und das haben die Kinder mitgekriegt? Ja. Die Kinder waren mit den Frauenhäusern und dadurch kann es natürlich sein, dass, weil die sehr viel Gewalt bezeugen mussten, dass da auch viel im Argen liegt bei den Kindern. Ja, da hat sich viel angestaut. Aber ich habe wirklich die letzten 3 Jahre, wohnen wir jetzt in einer eigenen Wohnung und wir leben ganz ruhig und ich habe, wie gesagt, eine AfD und mit dem Jugendamt hier guten Kontakt und so. Und ich musste jetzt aber meinen Sohn einsperren lassen, Domian, einsperren. Und das ist schlimm, also ich hätte ihn ja laufen lassen können, aber auf der Straße, dass er vielleicht mal irgendwo kriminell ist. Nein, ich glaube auch in dem Fall war das genau richtig, vor allen Dingen, wenn er einen Selbsttötungsversuch vorgenommen hat. Und er ist 11 Jahre alt, muss man mal sagen. Ist das sicherlich der richtige Weg, wenn auch ein harter Weg, das erstmal so zu machen? Hast du den Kontakt zu ihm, kannst du ihn besuchen? Ja, Domian, ich habe ihn ganz doll lieb. Und wie ist er so, wenn du bei ihm bist, wenn du ihn besuchst? Er weint viel. Also die erste Stunde lachen wir viel und dann weint er viel, wenn ich wieder gehen will. Das heißt, er ist dort unglücklich? Ja, naja, also diese Klinik, wo er jetzt ist, die sind ganz lieb dort. Das merke ich schon. Wenn ich gehe, sind die auch menschlich. Die nehmen ihn in den Arm und sagen, komm, wein doch bei mir weiter und ich tröste dich an die. Und also die sind ganz lieb. Ja. Und ich muss ja auch gehen, und weil ich muss ja dann erstmal wenigstens eine halbe Stunde für mich sein, weil zu Hause darf ich ja wieder nicht weinen. Nee, zu Hause musst du die Starke sein. Ja. Da sind andere Kinder mit ihren Problemen, die wollen auch ernst genommen werden. Ja. Was sagen denn wiederum die Ärzte dort in der geschlossenen Psychiatrie, wie das weitergehen soll? Was raten die? Also der Arzt meint, es dauert vielleicht noch eine Weile, ungefähr bis Februar, März auf alle Fälle. Wenn es kommt auf Andis Entwicklung an. Es kann auch passieren, ich habe solche Angst, dass es noch länger dauert. Und ich möchte ihn auch auf jeden Fall wieder zurück in meinem Haushalt. Und habe auch mit dem Jugendamt schon gesprochen über einen männlichen Erzieher, also über seine Erziehungshilfe. Aber das sind alles noch Pläne. Ja. Weil ich habe Angst, dass ich die Kraft vorher verliere. Ja. Und meine anderen Kinder drunter leiden. Ja, verstehe. Ich merke schon, dass du sehr verantwortungsbewusst mit dem Problem umgehst und dass dir das sehr zu Herzen geht alles. Domian, ich hatte selber nie eine richtige Familie. Und ich habe mir immer vorgenommen, egal was mit meinen Kindern ist, egal, ich bin immer da. Jetzt sag mir nochmal, du hast das am Anfang gerade gesagt, nochmal genau die Bezeichnung der Erkrankung, die man bei ihm vermutet. ADS heißt das. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Ja, genau. Es stimmt, Andreas kann keine Viertelstunde sitzen. Kann das sein, dass durch die Pubertät, die einsetzende Pubertät, sich das verliert oder könnte es sogar sein, dass es noch schlimmer wird? Ich denke, dass es noch viel, viel schlimmer ist geworden ist. Deshalb, das hat auch meine Beraterin gesagt, weil es schlagartig jetzt wieder so dolle kam. Was hat er denn, ich meine, du kannst ja wahrscheinlich sehr vernünftig mit ihm reden schon. Ja. Was hat er denn so für Wünsche? Will er unbedingt gern wieder nach Hause? Ja. Unbedingt. Unbedingt. Aber ich habe ihm erklärt, also zum Beispiel, ich musste mal eines Nachts mit meinem Baby zum Doktor, mein Baby hat es mit Nieren und dann muss ich zum Doktor. Und dann kann ich doch nicht nachts die anderen 7 Kinder wach machen und die alle mitnehmen. Okay. Also bin ich schnell mit Taxi um die Ecke gefahren zum Doktor und bin wiedergekommen und dann stand meine große Tochter hier aufgelöst und Andreas hatte seine jüngsten Geschwister verdonnert. Und da habe ich gesagt, Andi, ich kann doch nicht mehr für deine Sicherheit da sein. Ich muss doch auch mal abwesend sein. Ich verstehe dein Dilemma. Du willst natürlich für alle Kinder das Beste. Ja. Und du musst selbst natürlich auch stabil bleiben, um das ist wiederum das Problem im Moment. Um für deine Kinder da sein zu können. Ja. Insofern finde ich jetzt so ganz spontan, ich sag's dir erstmal so ganz spontan, nach dem, was du erzählt hast, fände ich das durchaus eine kluge Überlegung, mit den beratenden Ärzten und vielleicht mit dem Jugendamt zu überlegen,
ob er vielleicht zumindest für eine gewisse Zeit irgendwo anders eine Unterbringung findet, wo er in behüteten Händen ist, wo du auch Zugang zu ihm hast. Aber damit das hatten wir schon. Das hatten wir. Er war 4 Wochen da in der WG. Mhm. Und es war eine ganz gute WG. Also es waren bloß 3 Kinder dort. Mhm. Speziell für Andi war die ideal. Mhm. Und selbst da ist es zu so einem Selbstmordversuch gekommen und 6 Erwachsene konnten Andreas nicht bremsen. Ja. Da rückte dann wirklich, da hat er noch Feueralarm ausgelöst und jetzt geht er auch nicht mehr an die Schule, seit er in der WG war. Aber ich höre schon, Annette, dass es wirklich nicht mehr geht, dass er zu euch in die Familie zurückkommt. Ja. Die Gefahr besteht ja, dass diese ganze Familie, die du alleine auf den Schultern trägst, dass die kaputt geht dadurch. Das heißt, es muss jetzt irgendeine Lösung gefunden werden, auch wenn dir das im Herzen wehtut, dass ihr erstmal getrennt werdet, die Familie und der Junge, du und der Junge, und dass der Junge in eine ordentliche Unterbringung kommt. Und wenn das nicht eine WG, vielleicht geht es wirklich nicht in eine WG, vielleicht muss es schon eine Nummer härter sein, das Ganze. Was heißt härter, aber eine Nummer anders sein. Dass er vielleicht in ein Heim kommt oder in... Ich weiß nicht, was es da für Möglichkeiten gibt für Kinder, die so extrem schwer belastet sind. In so ein Heim können wir ihn ja nicht geben, weil er er hat ja hier immer diese offenen Türen, er hat ja noch so viele andere Defizite, Domian. Also er braucht immer offene Türen und er braucht immer sein Zimmer für sich. Also er hat zwar viel mit den Kindern zu tun hier. Was wäre denn für dich, du hast ja wahrscheinlich auch schon 1000 Mal drüber nachgedacht. Was wäre denn eine Möglichkeit, die dir zwar im Herzen wehtäte, aber was wäre eine Möglichkeit? Für mich wäre die WG diese Möglichkeit gewesen. Mhm. Gut. Das war eine gute WG. Ist das jetzt gescheitert oder könnte man das nochmal versuchen? Nee, das ist gescheitert und so, das sagen auch meine Therapeuten. So, dann lass uns mal drüber nachdenken, was gibt es jetzt außer... Wer kommt da gerade rein? Moment. Ja? Sei mal ruhig jetzt. Ja. Ja, ich bin wieder da. Das war meine große Tochter, die war toll. Hab schon gehört. Ja. was gäbe es denn jetzt außer der WG noch für eine Möglichkeit, ihn langfristig irgendwo anders unterzubringen? Ich weiß es eben nicht. Das ist es ja, das Elend. Weil ich weiß, so schlimm es klingt und ich leise, wenn ich sage, ich kann ihn wahrscheinlich nicht zurückholen. Das bedeutet, er müsste erstmal in der geschlossenen Psychiatrie bleiben. Also für bis Februar, März, ja. Und darüber hinaus eigentlich auch. Wie bitte? Ich sage, und darüber hinaus eigentlich auch. Ja, irgendwo eine Unterbringung, wo er sich wohlfühlt, wo er keine Verlustängste hat. Ich verliere meine Mama, weil ich jetzt hier lebe. So, Annette, ich sag dir mal, ich kann das natürlich medizinisch überhaupt nicht beurteilen, wo er am besten aufgehoben ist. Aber ich ahne so dein Dilemma, dass du auch irgendwie ein schlechtes Gewissen hast, den Jungen wegzugeben. Ich finde, in der Situation, in der du bist, darfst du kein schlechtes Gewissen haben. Du musst das für dich tun und du musst es auch für den Jungen tun. Und du musst es vor allen Dingen auch für die anderen Kinder tun. Ja. Ich finde, dass es legitim ist, dass es in Ordnung ist, wenn ihr eine solche Entscheidung fällt, dass er erstmal woanders leben wird demnächst. Um ihn zu schützen, um euch zu schützen. Ich würde gerne dir auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, die gerade in diesem Bereich sich sehr gut auskennt. Ja. Dass du auch noch eine andere Meinung hörst und auch noch vielleicht ein paar Tipps bekommen könntest, obwohl du wahrscheinlich gut versorgt bist, aber dennoch. Gut versorgt. Naja, also wie du gerade schon sagst, ihr habt Therapeuten jetzt aber ich, die geben mir die Kraft nicht. Ich brauche eine Tankstelle. Ein Auto kann man oft tanken. Verstehe. Mich kann man nicht mehr oft tanken. Verstehe. So, deshalb legst du bitte auf, wir rufen dich an. Was das Grundsätzliche anbelangt, habe ich dir so meine persönliche Meinung gesagt. Ja. Und die Detailfragen könnt ihr jetzt noch klären im Gespräch mit Magdalena. Einverstanden? Ja. Alles Gute und viel Kraft und bist eine tolle Frau, finde ich. Danke. Alles Gute. Tschüss. Das war Annette und hier ist Naomi, 50 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ich wollte dir eigentlich was Positives erzählen. Ja, dann legen wir los. Freue ich mich. Ich habe eben so viel traurige Geschichten gehört. Ja, ich bin 50, wie gesagt. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eigentlich was Wundervolles erlebt. Wie, zum ersten Mal in deinem Leben? Ja, was Liebe wirklich ist. Was Liebe wirklich ist? Ja. Zum ersten Mal in deinem Leben Liebe erfahren. Erzähl mir. Ja, ich bin Mormonin, sagt dir wahrscheinlich etwas. Mormonin? Richtig. Ja, also eine bestimmte Glaubensrichtung ist das?
Ja, es ist eine bestimmte Glaubensrichtung, ja. Kommt eigentlich aus Amerika. Ja. Und wir leben nach den Gesetzen des Alten Testamentes. Ja. Das heißt, ja, man hat nicht Sex, weil es Spaß macht, ja. Ja, sondern ganz einfach, um Kinder zu zeugen. Ja. Das heißt, wir führen Buch für Frauen und danach schläft man miteinander. Mhm. Darf aber keinen Spaß machen. So Brüste berühren oder küssen ist absolut nicht erlaubt. Es ist also nur auf die reine Fortpflanzung ausgerichtet? Richtig. Mhm. So war mein Leben bisher auch gelaufen. Ja. Mein Mann lebt nicht mehr, ich bin Witwe. Ja. Und ich ich bin jetzt seit Januar in Deutschland. Bist du Amerikanerin? Ja. Ach so. Mhm. Sprichst ja perfekt Deutsch. Ja, meine Mutter ist Deutsche. Ach so. Wir mussten zu Hause immer Deutsch sprechen, damit wir die Muttersprache nicht ganz vergessen. Das ist auch gut so. Ja, wie ich hier rüberkam im Januar, ich musste noch mal so einen Crashkurs machen. Das ist vorgeschrieben. Ja, und also du hast bis zum Januar diesen Jahres hast du in Amerika gelebt. Ja. Mhm. So, jetzt erzähl mal weiter. Ja, ich habe hier mich verliebt. Mhm. In einen, der also mit meiner religiösen Gruppe nichts zu tun hat. Lass mich kurz unterbrechen. Wie kam es zu der Entscheidung, nach Deutschland zu gehen? Nein, das bestimmen nicht wir selber. Das bestimmt immer unser Kirchenoberster. Ach so. Der hat das gesagt, Naomi geht nach Deutschland. Ja, man meldet sich freiwillig für 2 Jahre für einen sogenannten Sozialdienst bei uns. Ja. Und dann das teilt man dann seinem Bischof mit, der gibt das weiter und dann bestimmt unser Prophet, in welches Land man geht. Da naheliegend war für mich Deutschland, weil ich halt Deutsch spreche. Ach, verstehe. So einfach ist das. Dann hat er dich hier nach Deutschland verwiesen. Ja. Was solltest du hier tun? Ja, man kümmert sich so um die Leute in der Kirche, also um die Gemeinde, um die Brüder, um die Schwestern. Die es hier in Deutschland auch gibt? Die wir auch hier in Deutschland haben. Genau. Und relativ viel sogar. Ja, ich weiß, ja. Ja, und man bietet halt eben anderen Hilfsgruppen zusätzlich noch Hilfe an. Verstehe. Im sozialen Bereich. Braucht ihr Hilfe? Ist irgendwo was? Sind Brennpunkte? Ja, und man wohnt dann auch bei den Brüdern und Schwestern? Und meistens schon, da ich Witwe bin. Ja. Durfte ich bisher nicht alleine leben. Ich habe immer bei Geschwistern gewohnt. Ach so. Aber das ist hier jetzt, wo ich bin, ein Ausnahmefall, weil die Stadt hat einfach, also die Brüder hier und die Schwestern haben einfach meinen Termin vergessen, wann ich komme. Also es waren keine Vorbereitungen getroffen und da musste ich alleine wohnen. Ach, wie praktisch. Ja. Und so, jetzt erzähl mir bitte, was passiert ist. Du hast dich verliebt. Ja, ich habe mich verliebt. In einen Nicht-Mormonen. Ganz genau, ist schon Sünde an für sich. Das ist schon Sünde. Also für ja. Also in einen normalen Christen oder ist er Atheist? Oder was der ist komplett Atheist. Komplett Atheist, das ist ja das Schlimmste dann überhaupt für euch. Ja, für uns schon. Wo hast du den kennengelernt? Ja, in meinem Stadtteil, wo ich wohne. Ja. Ich bin hier so den Menschen behilflich, Anträge ausfüllen, Beamtengänge zu machen und so. Weil viele Leute in dem Stadtteil, wo ich wohne, Analphabeten sind. Und hier in Deutschland? Ja, natürlich. Ja, es gibt, was frage ich, natürlich gibt es das hier auch immer mehr wahrscheinlich sogar. Es gibt ja auch so großes Alkoholproblem in dem Stadtteil, wo ich wohne. Und du bist aber immer noch im Kreise der Mormonen. Ja. Und hast heimlich jetzt diese Liebe? Ja, noch heimlich. Heimlich. Wie lange läuft diese Liebe schon? Die läuft jetzt 6 Monate. 6 Monate. Und das ist eine richtig große Verliebtheit. Ja. Von beiden Seiten. Zum ersten Mal in deinem Leben weißt du, was Liebe ist. Ja, vor allen Dingen zum ersten Mal habe ich erfahren, dass eine Frau einen Orgasmus bekommen kann. Ja. Wusste ich vorher gar nicht. Das haben die Mormonen, darüber spricht man nicht. Nein. Und eine Frau darf auch keinen Spaß haben beim Sex. Nein, aber der Mann auch nicht. Ich meine, der darf, nur zur Befruchtung ist er eigentlich da. Dass man schwanger wird, Ende. Woher hast du, wie fing das an überhaupt? Man sieht einen Mann und findet ihn nett, aber dadurch kommt man noch lange nicht so näher in Kontakt. Wie ist das passiert? Ich war, seine Mutter hatte, das spricht sich ja in einem Stadtteil schnell rum, da ist jemand, der ist behilflich. Wenn man Probleme hat, kann man jederzeit kommen. Ich habe dann immer an meine Tür so eine Art Öffnungszeiten gemacht, weil ich ja dann auch meine Zeiten brauche für Gebete und Meditation. Ja, und dann hat ja seine Mutter mich angesprochen, ich brauche da Hilfe, könntest du mir da behilflich sein? Nee, ist kein Problem. Ne? Sag mir, wann du zu Hause bist, ich komme dann rüber. Ja, und dann bin ich halt rüber, die wohnt ein paar Türen weiter und da saß ihr, irgendwann war ihr Sohn auch mal da, der junge Mann ist 24. Der junge Mann ist 24? Ja. Das heißt, dein Geliebter? 24, dein Geliebter ist 24? Ja. Du bist 50? Ja. Und das macht keine Probleme? Wir haben am Anfang so eigentlich uns auch gar nicht getraut.
Aha. so offen ja unsere Gefühle zu sagen, ganz Aha. ehrlich gesagt. Es war eine komplizierte Geschichte. Ich könnte mir auch vorstellen, an deiner Stelle ist das sehr schwierig, überhaupt so ein Gefühl im Bewusstsein wahrzunehmen, wenn man das sein Leben lang nicht so empfinden durfte. Das war sehr, sehr kompliziert und Glaub sehr ich. Schwierig. Ja, ja. Ich habe sehr viel darüber gebetet und meditiert, ob das auch so richtig ist, was ich tue. Als du dann das erste Mal mit diesem fremden, für dich relativ fremden Mann geschlafen hast, was war das für ein Gefühl für dich? Das ging gar nicht so einfach. Irgendwann ergab sich das und dann hatte er so eine depressive Phase. Ja, wenn du jemanden zum Reden brauchst, kannst du zu mir kommen, können wir gerne reden. Ne? Und dann kam er ja und dann ja, haben wir uns unterhalten und geredet. Da habe ich ihm halt eben gesagt, pass mal auf. Ne? Ja, ich bin Mormonin und ich bin so viele Sachen einfach gar nicht gewohnt. Also das ist nicht so einfach für mich, so die ganze Geschichte jetzt an für sich. Ich habe Angst. Ne? Ich weiß gar nicht, wie soll ich reagieren oder wie reagiere ich? Oder aber das war intuitiv sehr schlau, dass du deine Angst, dass du deine Ängste so hingelegt hast. Dann ist man nicht so sehr verkrampft, wenn man das von Anfang an sagt. Und wie ist aber normal heute, ne? In deinem Alter und so. Ja, ist schon eigentlich so für euch Außenleute normal, für mich halt eben nicht. Nicht? Dann hatte ich ihm so erklärt, wie das bei uns eigentlich abläuft. Und er sagt, das gibt es nicht. Ja, und irgendwann haben wir halt eben doch zusammen geschlafen. Hattest du beim ersten Mal gleich einen Orgasmus? Nein. Nein, das nicht. Das ist eine Übungssache, denke ich mal. Ja. Man muss sich drauf einstellen. Ist halt so. Ne? Als du dann deinen ersten Orgasmus hattest mit 50 Jahren, wie hast du den empfunden? Wie hast du das empfunden? Ich hatte ungefähr eine Stunde nachher noch, lag ich im Bett. Ich war fertig. Aber im Er saß neben mir, er konnte das nicht verstehen. Dann beruhig dich mal, komm mal runter, ne? Schalt mal einen anderen Level ein, bleib mal cool, ne? So take it easy. Das ist normal, Mädel. So, Naomi, jetzt ist irgendwas ganz Großartiges in deinem Leben passiert, was du vielleicht gar nicht mehr gedacht hättest. Überhaupt Nein, nicht. Absolut nicht. Ich bin schwanger geworden. Bitte? Ich bin schwanger geworden. Du bist schwanger geworden jetzt? Ja. Du bist noch mit 50 schwanger geworden? Ja, tatsächlich. Und du willst das Kind haben? Ich habe das gar nicht mehr gedacht. Ja, auf jeden Fall. Ach, das sind ja unglaubliche Umwälzungen in deinem Leben. Ja, das ist das Problem. Ich muss das erstmal jetzt meiner Gruppe klar machen. Ja, würde das bedeuten, spielst du mit dem Gedanken, aus der Mormonengemeinschaft auszutreten? Man kann nicht austreten. Aber man kann gehen. Das wird nicht akzeptiert. Aber du kannst ja einfach gehen. Ich kann einfach gehen oder einfach nicht mehr in die Gemeinde gehen, ja, das schon. Ja. Aber man hängt, ich bin in diesem Glauben erzogen worden. Das heißt, meine Eltern, meine Großeltern, alle in der Familie sind Mormon. Ja. Man hängt dran. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Ich erahne das schon, ja. Vor allem, wenn man so lange dabei war. Aber wahrscheinlich werden die dich doch so verstoßen, wenn die jetzt hören, was passiert. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Das heißt, eigentlich... ist die Entscheidung schon gefallen? Das heißt, wenn... Nein, noch nicht. Ich habe mein ältester Bruder von mir, mein leiblicher Bruder, der ist sehr hoch in der Kirche, in der Hierarchie. Und ich hatte ihm jetzt eine Mail geschrieben. Hör mal, das und das ist passiert. Na, wie komme ich klar in meinem Leben, ohne dass ich meinen Glauben aufgeben muss? Er versucht zu regeln. Ich weiß nicht, wie weit er kommt, dass das so akzeptiert wird. Ja. Das ist eine schwere Entscheidung für ihn. Glaube ich. Wir halten das nochmal fest, ihr glaubt an das Alte Testament. Richtig. Ihr glaubt aber nicht an Jesus Christus. Doch, wir glauben an Jesus Christus, aber unser Leben ist ausgerichtet nach dem Alten Testament. Nach dem Alten Testament. Das heißt, wir rauchen nicht, wir trinken keinen Kaffee, keinen Tee, all diese ganzen Suchtmittel ist für uns untragbar. Genauso essen wir kein Schweinefleisch. Er hat nicht empört zurückreagiert, der Bruder. Ja, schon. Doch. Am Anfang kam wir haben innerhalb dieser Kirche haben wir so spezielle Leute, die dann so schwarze Schafe wie mich jetzt so absondern, erstmal von der Gemeinde. Man könnte ja auf den dummen Gedanken kommen und den Schwestern erzählen, dass man als Frau auch einen Orgasmus haben kann. Nicht? Dass die denn dahinter kommen, dass das Leben nicht so ist, wie die einem das immer erzählen. Also ich glaube ja, Naomi, ich kann es ja ahnen, in welchem was für eine Lebenserschütterung du gerade da durchmachst.
vor allen Dingen, wenn du jetzt auch noch ein Kind bekommst. Hast du aus deiner früheren Verbindung ein Kind schon? Ich habe gehabt zwei Söhne. Zwei Söhne, ja. Mhm. Ein Sohn, mein Sohn ist jetzt 32. Mhm. Der lebt in der Schweiz, ist ja auch glücklich verheiratet innerhalb der Kirche. Ja. Und ja, mein anderer Sohn ist ja letztes Jahr gefallen im Irak. Ach so. Und ja, mein Sohn, ich habe ihn angerufen, habe ihm gesagt, pass mal auf, Mama wird, die Oma wird Mama. Ja, was hätte ich sagen sollen, ne? Er ist halt nur super glücklich. Mhm. Ich finde, Naomi, bei allem Respekt deinem Glauben gegenüber, du kannst einen Glauben, du kannst deinen Glauben, du kannst einen Glauben an die Bibel, an das Neue Testament, an das Alte Testament ja weiterleben, das sollst du auch weiterleben. Aber jetzt, finde ich, sollte an erster Stelle dein Glück stehen, dass du dir das nicht zerstörst und auch nicht zerstören lässt von dieser Glaubensgemeinschaft. Du kannst eine wunderbare, gläubige Frau sein, ohne dich in dieser Sekte unterzuordnen oder bei der Sekte beizugehören. Geh jetzt deinen Weg. Das ist eine solche Glücksfügung. Ich habe etwas erlebt, was mich sehr gewundert hat, also selber auch Überwindung gekostet hat. Also jedes Mal, wenn ich in die Gemeinde komme und ich rede ja mit den Brüdern und Schwestern, noch darf ich das ja, Und ich hatte das, am Sonntag, man wird ja aufgefordert, wir haben ja keine studierten Theologen, sind ja alles, jeder darf was sagen. Mhm. Und da habe ich das der Gemeinde mitgeteilt, Leute, passt mal auf, ich bin schwanger, erstens, mein zukünftiger Ehemann ist 24 und gehört nicht dazu. Das war ein Schock an dem Sonntag und alles saß stocksteif dort in der Gemeinde. Und man sah manche Gesichter farblich wechseln, aber wie ich rauskam, ich war stolz auf mich, weil er mich abgeholt hatte und sagte, ich komme. Du kannst auch verdammt schon. Wenn du Probleme hast, ich warte so, auf dich. Naomi, ne? ich könnte mit dir eine ganze Stunde noch reden. So spannend. Hast aber viele Leute. Ich finde es wirklich hochinteressant und sehr spannend, was du erzählst. Aber lass es dir von meiner Seite aus so gesagt sein, gesagt lassen. Geh jetzt deinen Weg. Sei froh, dass es so eine Fügung in deinem Schicksal gegeben hat, dass du dieses Glück erfahren durftest. Und deinen Glauben brauchst du nicht verlieren dabei. Geh deinen Weg und sei glücklich. Das wünsche ich dir von ganzem. Ich bin glücklich, dass er auch dazu steht. Ja. Ich möchte auch allen jetzt, die zuhören, sagen, das Alter spielt keine Rolle. Er sagt immer, es ist nur eine Zahl. Ja. Liebe Naomi, alles Liebe, alles Gute von ganzem Herzen. Okay, ich bedanke mich. Und alles, ich wünsche dir noch einen wunderbaren Abend. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Und hier Sandra. Und Sandra ist 19 Jahre alt. Hallo Sandra. Hallo Domian. Oh, du klingst aber ganz weit weg. Bist du? Hallo? Ich bin zu Hause. Ja. nein, in der Leitung klang es irgendwie so weit weg. Aber jetzt ist es gut. Ja. Sandra, um was geht's bei dir? Ich habe am 28.06. ist mein Freund gestorben. Der war 26 Jahre alt. Was ist denn passiert? Der ist mir fremdgegangen. Und der Vater, der hat in einem Haus mit dem Vater gewohnt. Mhm. Und der hatte oben eine eigene Wohnung. Und das war noch nie abgeschlossen. Da ist der Vater hochgegangen und hat ihn dabei erwischt. Und da hat der Vater gesagt, sag mal, wie willst du das der Sandra erklären und so. Und dann ist er nur, sagte, er muss raus, er weiß es nicht, er weiß nicht, was er da getan hat. Hat sich ins Auto gesetzt und hat einen Unfall gebaut. Und ist dabei tödlich verunglückt? Ja, er wurde erst stabilisiert, ist dann 3 Tage später operiert worden, weil er einen Schädelbasisbruch hatte. Mhm. Ist ins Koma gefallen, 9 Tage später wach geworden und es hieß, er wäre auf dem Weg der Besserung und es wird wieder gut und so. Und am 28.06. hat er dann zum Arzt gesagt, er hätte Kopfschmerzen. Mhm. Und da meint der Arzt noch so, das wäre halt normal, weil er halt so einen schweren Unfall hätte und so. Und dann hat er nur noch die Augen verdreht und ist wohl gestorben an Hirnblutungen. Mhm. Sag mal, dieser Unfall, hat er den gezielt verursacht? Also, so wie man sagt, hat ihm ein LKW wohl die Vorfahrt genommen. Mhm. Das heißt, er ist noch nicht mal selber schuld wohl. Ja. Also wurde mir jedenfalls erzählt. Ich weiß auch nicht, inwiefern das stimmt. Wie lange wart ihr zusammen? Ja, eigentlich gar nicht so lange. Wir sind am 2.2. zusammengekommen. Ach so. Und
Es war nicht mal ein halbes Jahr. Nicht mal ein halbes Jahr. Ja, aber es war eigentlich so, ich war auch nicht so lange von meinem Ex-Freund getrennt. Ich war vorher 23 Monate mit jemand anderem zusammen. Und am 6.6. ist das dann auseinandergegangen gewesen. Und ich hatte an einem Abend halt danach irgendwie meiner Freundin versprochen, ich würde mit ihr rausgehen und so, und hatte ihn da kennengelernt. Mhm. Und das war eigentlich so, ich habe ihn gesehen und sagte zu meiner Freundin so, dass ich keine Lust mehr hatte, Liebeskummer war alles vorbei. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, boah, sag ich, guck mal, der Typ da hinten, der ist es. Mhm. Sag ich, und egal wie, ich muss den jetzt irgendwie ansprechen. Hast du, machst du dem Vater von ihm Vorwürfe? Nein. Macht Nein. der Mann sich selbst Vorwürfe? Nein, der hat mich halt, das war auch das Blöde, weil in der Nacht, als er auch gestorben ist, war ich mit einer Freundin bei uns am Ruhrsee und hatte halt mein Handy ging die ganze Zeit und ich hab das irgendwann aus. Moment, was zwitschert da im Hintergrund? Der Kiet. Hey! Ist das ein Hund? Ich hab 5 Hundewelpen. Ach so. 5 Hundewelpen. Das quietscht da so. Ja, die ja. Und ich hatte halt, dann mein Handy ging ab 12:30 nachts und ich hab, irgendwann sagte ich zu meiner Freundin, das kann doch nicht sein, wer ruft mich denn immer an? Mhm. Und irgendwann habe ich mein Handy ausgemacht, weil immer ohne Nummer und wir hatten eine Party gemacht, weil ich dachte, das wird wieder alles gut. Ja, und dann habe ich das morgens angemacht und dann rief der Vater mich total verweint an. Und meinte halt, dass er gestorben ist. Nun sind bis heute einige Monate seitdem vergangen. In welcher Gefühlssituation befindest du dich im Moment? Wie ist der Zustand deiner Trauer? Ich kann es nicht sagen, weil der Vater hatte mir, als er im Krankenhaus lag, hatte mich direkt angerufen und meinte zu mir, immer bevor ins Krankenhaus fährst, komm zu mir, ich muss dir da was erklären. Mhm. Dann bin ich dahin und dann meinte er, der Daniel wäre mir halt fremdgegangen und dadurch wäre das passiert, was ich jetzt vorhätte. Und da habe ich zu ihm gesagt, sag ich, was ist denn mit ihm? Und er hatte mir halt erzählt, dass er einen schweren Basisbruch hatte. Und da habe ich zu mir gefragt, ich bin erstmal nicht auch aus dem Haus gelaufen, bin erstmal rumgegangen und so und habe dann zu dem Vater gesagt, ich werde gar nichts sagen, ich werde erstmal warten, bis er wieder in einer stabilen Situation ist. Ja. Jetzt erklär mir mal so im Nachhinein, ist der Schock und der Trauer und die Trauer, ist das vermengt auch irgendwo mit Zorn auf ihn und einem vorwurfsvollen Gedanken, dass er dir eben fremdgegangen ist, obwohl ihr gar nicht so lange zusammen wart? Nein, eigentlich, ich kann es nicht erklären, vielleicht weil er tot ist oder weiß ich nicht. Ich habe überhaupt gar keinen Zorn oder so. Ich habe anfangs war ich kirchensauer. Da habe ich zu meiner Freundin gesagt, der brauchst du wieder zu melden, egal was mit ihm ist, ich will nichts mehr von ihm wissen. Weißt du denn, welche Frau, kennst du die Frau mit dem... Mit Nein. der er geschlafen hat? Nein. Das nicht. Nein, ja. Ich habe auch gesagt, ich will sie nicht sehen, weil ich glaube, dann drehe ich durch, weil wir wollten heiraten gehen. Ihr wolltet heiraten? Ja, das war, ich kann es nicht erklären. Eigentlich bin ich gar kein Mensch von schnellen Entscheidungen oder so. Ich lasse mir mit allem immer tierisch viel Zeit, aber da war irgendwie, ich habe gesagt, dann fahre ich, er ist fremdgegangen, konnte. Ja. Und er war vorher überhaupt kein Beziehungsmensch eigentlich. Ja. Eine Frage vorhin war gewesen, wie die Trauer im Moment bei dir stattfindet. Bist du nach wie vor sehr verzweifelt? Welche Trauer verläuft ja immer in Phasen. Wie ist das bei dir im Moment? Ich bin danach erstmal 4 Wochen gar nicht vor die Tür gegangen oder so. Das Einzige, wo ich hingegangen bin, ist in die Kirche, weil ich gehe schon lange in die Kirche. Weil ich weiß nicht, ich bin auch Lektor, also ich lese Fürbitten und die Lesung vor für den Pastor an der Messe. Das heißt, du bist Christin, du bist gläubig? Teils. Ja. Also ich teile jetzt nicht den absoluten Glauben schlechthin, aber ich glaube schon, dass da was. Ich habe auf meine Art meinen Glauben. Und ich gehe in die Kirche, weil ich da für mich bin, weil ich ja nachdenken kann und weil ich mich da in Ruhe fühle. Ja. Kommen wir nochmal auf die Jetztzeit zurück. Wie geht es dir im Moment? Scheiße. Weil ich bin einfach, ich habe mich mit einem Typen nach dem anderen abgelenkt oder versucht abzulenken und immer ist mir nach 2-3 Wochen aufgefallen. Achso, du hast danach dich auf Beziehungen ganz schnell eingelassen. Ja. Und
jetzt habe ich halt, ich bin jetzt mit meinem alten Arbeitskollegen zusammen. Und ich weiß nicht, ich habe mittlerweile ein schlechtes Gewissen. Ja, wann hast du denn das erste Mal dich wieder auf eine Beziehung eingelassen, nachdem er gestorben war? 2 Monate später. 2 Monate später. Und wie viele Beziehungen waren das jetzt bis heute? Ja, ich weiß nicht, ob man es Beziehungen nennt. Naja, Kontakte. Vier. Es klingt also natürlich wirklich danach, als würdest du deinen Schmerz betäuben damit. Ja, nur mittlerweile, ich kann es nicht mehr. Ich denke an ihn permanent. Ich habe nur ein Foto von ihm im Handy. Ja. Und ich habe letztens gedacht, ich habe mein Handy verloren, da bin ich total durchgedreht, da habe ich mein ganzes Zimmer auf den Kopf gestellt. Ich bin bei mir auf der Arbeit, ich arbeite in einer Kneipe. Da bin ich da, ich habe jede Schublade aufgerissen, ich habe überall nachgeguckt, wo es nur sein könnte, weil ich fahre zum Grab hin und er wohnt 70 Kilometer vor mir weg. Ich würde in deinem Fall sagen, Sandra, da du jetzt auch sehr, 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 sehr ungewöhnlich heftig reagiert hast, in dem Sinne, dass du der Trauer quasi versucht hast, neue Beziehungen entgegenzustellen und das eben nicht funktioniert hat und jetzt nach ein paar Monaten alles so hochkommt, würde ich dir dringend eine Gesprächstherapie, eine Hilfe, eine Beratung empfehlen. Sehr dringend. Da war ich schon, weil ich habe irgendwann da gesessen, ich habe nichts mehr gegessen, ich wurde zwar, meine Mutter, die hat sehr wahrscheinlich Krebs, also die hat mit der Gebärmutter irgendwie, die hat da Wucherungen und so, man weiß noch nicht, ob es bösartig ist. Also ist da auch noch ein Problemfeld, gibt es da auch noch? Ich habe auch überhaupt kein gutes Verhältnis zu meiner Mutter, also wir reden, die hat dann auch als Daniel gestorben ist, hat sie zu mir gesagt, ja, ich habe aber jetzt keine Zeit, red mit jemand anderem drüber. Dennoch, auch wenn du schon einen Versuch unternommen hast, finde ich, dass du auf jeden Fall einen zweiten Versuch unternehmen solltest, weil ich glaube, dass du es alleine nicht schaffen wirst. Wir sind dir gerne dabei behilflich. Wenn du jetzt auflegst, rufen wir dich nochmal an und überlegen mal gemeinsam, was du in deiner unmittelbaren Umgebung tun könntest und wohin du gehen könntest. Okay? Dann legst du mal auf und wir rufen gleich nochmal an, Sandra. Ja, danke. Okay? Alles Liebe von Herzen. Ja. Tschüss. Tschüss. Petra habe ich hier noch. Petra 28, hallo. Ach, die Petra ist nicht mehr da. Dann gucken wir hier zu Stefan. Hallo Stefan, 26, hallo. Hallo Domian, grüß hallo. Dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, leider. Tut mir leid. Sag mal ein Stichwort. Das Stichwort ist Leben im Kloster. Ich will ein neues Leben beginnen, weil das, was ich jetzt führe, das macht mich total krank und aggressiv und bin total unzufrieden. Ach, und du überlegst, in ein Kloster zu gehen? Ja. Das finde ich ja spannend. Dieser Mormonengeschichte. Das finde ich ja spannend. Also jetzt schon gleich, wir werden uns nicht ausgiebig unterhalten können, weil die Sendung gleich vorbei ist, aber wir unterhalten uns nächste Woche weiter. Aber wir fangen einfach mal an. Ja, gerne. In was für ein Kloster möchtest du? Da gibt es ja ganz viele Orden mit verschiedenen Ausrichtungen. Ja, also ich habe jetzt auch schon 2 ausprobiert. Franziskaner und Kapuziner. Ja. Und habe halt gemerkt, diese Gemeinschaft, dieses geregelte Leben, finde ich viel, viel besser. Leider, ich habe so momentan den Eindruck, kriege ich halt nichts geregelt. Was heißt ausprobiert? Man muss so Probezeiten dort absolvieren, ne? Soweit ich informiert bin. Das ist richtig. Ich habe aber erstmal für jetzt einmal 2 Wochen, einmal im anderen Orden 3 Monate, einfach mal so mitgelebt, also je nach Absprache mit einem Orden und dann ist es möglich. Aber immerhin 3 Monate warst du schon im Kloster. Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Wie sah so der Klosteralltag aus? Ja, also es klingt eigentlich ziemlich furchtbar, um 5 oder 6 schon früh aufstehen, ja, das erste Gebet. Kann man nicht lange schlafen. Nee. Ja, und dann? Ja, und dann hat man halt schon ganz früh Meditation, Gesprächsrunden, über man diskutiert oder man malt oder dann gibt es Frühstück, man bereitet es zusammen vor. Also ich finde es einfach herrlich, diese Gemeinschaft und diese... Finde ich, also Stefan, wirklich ein extrem interessantes Thema und ich glaube, ich hatte auch noch nie jemanden hier, der ins Kloster gehen wollte. Ich möchte mich gerne mit dir verabreden. Und zwar, wir sind ja erst wieder live mit dieser Sendung, mit der Telefon-Talk-Sendung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wieder da. Mhm. Hättest du Zeit zu telefonieren mit mir? Ja, das kriegen wir hin. Gut, dann bespricht meine Redaktion das gleich nochmal mit dir und dann unterhalten wir beide uns vielleicht sogar als erstes Gespräch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nächste Woche. Wunderbar. Bin ich sehr gespannt und freue mich sehr drauf, Stefan. Ja, freue mich auch. Alles Gute, bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
So, ihr Lieben, das war's für uns. Ich bedanke mich bei von uns, ich bedanke mich bei meinem Team, nämlich bei Uli Kapp, bei Katrin Paulsen, Jan Hölz, Volker Tarke, Tim Stienauer, Heinrich Stanzig, Christian König, Jan Grefe zu Baringdorf und Elke Wüchter. Morgen, also das heißt heute am Samstag, ist Promi-Tag bei Domian um 23.30 Uhr im WDR Fernsehen. Mein prominenter Gast Oliver Welke. Die Promi-Sendung wird in der Nacht von Montag auf Dienstag wiederholt, hier im Radio und im WDR Fernsehen. Und live sind wir wieder da in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ich sag bis morgen und sag tschüss.